Ach, da sind wir wieder. Victoria 3. Naja, weil hier, weil da, weil tralala. Digga, gibt's ja nicht überhaupt irgendwelche Wahlen in diesem Bumsland von Piemont? Muss übrigens immer an diese Fake-Werbung denken. Mit der Piemont-Kirsche. Wer war's? Shit, wer war denn das mit der Piemont-Kirsche? Welches Unternehmen? Diese Pralinen jedenfalls mit der Piemont-Kirsche. Und jedenfalls ist da gar kein Piemont drin, ne? Mit dem Bauern mal geredet. Die haben dann gesagt, das ist Bullshit. Die kriegen überhaupt gar nichts für ihre Scheißkirschen. Weil die sind zu teuer im Piemont. Deswegen benutzt dieses Unternehmen quasi gar keine Piemont-Kirschen. Gut, kann man mal machen, muss man aber nicht. Ich steuere schon wieder kurz vor auf die, direkt auf die nächste Privatinsolvenz zu. Was ist denn da los? Krieg oder was? Zu Tod und Hass? Schutzbedürftig. Dann schützet mich. Savoy, Italien. Die Ten haben wir einmal jetzt besiegen können. Ob es uns ein zweites Mal so einfach gelingt mit einer größeren Front, das lassen wir mal stehen. Wenn ich jetzt gerade ernsthaft überlege, ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt, ja. Ich überlege gerade ernsthaft, wie es vorhin passiert ist, dass wir hier, achso, nee, warte mal kurz. Das haben wir. Wie sind die da hingekommen? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Es rätselt mir ein bisschen. Es rätselt mir ein bisschen. So, es mangelt an allem. Es mangelt an allem. Na, ist ja gut. Na gut, ist doch in Ordnung. Dann mangelt es halt an allem. Meine Güte, wir können es nicht ändern. Ist halt einfach so. Ich muss jetzt nur echt mal langsam anfangen. Oh Gott. Privatinsolvenz ist da. Warte mal ganz kurz. 12,7. Also das ist tatsächlich ein bisschen besser, wenn wir das senken von den Kosten her. Ja, wir können jetzt erstmal nichts bauen. Das ist jetzt ja wieder politisch. Das ist so die Frage, schmeißt... Das ist eine Partei. Einfach alle rein. Alle rein in die Regierung. Scheißegal. Ich brauche noch eine Holzfällerhütte oder was? Hm. Müsst ihr leider die Steuern erhöhen, Freunde. Ich weiß, das gefällt euch nicht. Das Problem ist, also wir bekommen jetzt stückweise mehr Einnahmen hier, ne? Das ist mal das eine. Stück für Stück müssten die Einnahmen hier eigentlich steigen. So, wir hätten noch ein paar mal rein, theoretisch. Das Problem, ich habe immer noch kein Interesse mehr. Wir haben kein Interesse mehr. Ne? Ich glaube, wir sind wieder rausgeflogen, oder? Sind wir da rausgeflogen, was Interessen angeht? Ach, wir haben schon permanentes Interesse dran. Okay. I understand. So, das verstehe ich auch. Nämlich, dass wir am beschissenen Arsch sind. Es ruckelt, ey, wirklich, ich verstehe nicht. Hier seht ihr das. Jetzt ist super. Jetzt ist Krise. Warum? Was ist es? Was ist der Grund dafür? Tut mir echt leid, Leute. Kurz in die Einstellungen gucken. Es muss da irgendeine Einstellung von irgendeiner Grafik sein oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht V-Sync mal ausmachen. Framerate-Begrenzung auf dem Monitor anpassen. Was weiß ich schon, hab auch keine Ahnung. Qualität ist noch nicht mal gut. Texturqualität ist alles Müll. Nee. Keine Ahnung. Könnte ich aber live ausprobieren. Niedrig. Mach mal niedrig. Ich stürze das Spiel jetzt ab. Würde mich nicht mal wundern. Okay. Das macht es auch nicht besser. das,
Also wie man das so verhungert. Machen wir auf hoch. Wir machen mal auf hoch. Mal gucken. Ach, das ging jetzt schneller, oder was? Alles klar. Naja, es ist immer gleich. Jetzt haben wir mal die hohen Grafikeinstellungen. Ich meine, die Kampagnenkarte sieht schön aus. Gibt mir so ein bisschen Total War Vibes, finde ich. So. Was ist denn eigentlich das Maximale an Steuern aktuell? Wir haben jetzt aktuell das Gesetz der Kopfsteuern. Das bedeutet 0,4, 0,8. Ja, da fehlt uns hier natürlich noch relativ viel, ne? Haben wir jetzt quasi ein Drittel, weniger als ein Drittel aktuell noch. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich aktuell noch so wenig Kohle machen. Luxusmöbel. Luxusmöbel sind eigentlich immer eine schöne Steuer. Habe ich denn aktuell so für Put gelassen? Nationale Werte. Ach, das mache ich hier schon, ne? Oder? Nee. Nee, habe ich nicht. Moment. Folgende Bedingungen verhindert diese Aktion. Piemont assimiliert und konvertiert Pops. Ah, kann es sein, weil es noch nicht komplett inkooperiert ist? Ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Tuchfabriken voll besetzt. Ja, jetzt fangen sie auch langsam an, wieder zu arbeiten. Die Produktion wird langsam wieder aufgenommen. Was scheitert es denn hier dran? Transport. Boah, einfach mega die fetten landwirtschaftlichen Möglichkeiten hier. Was ich sehr begrüße. Also wirklich ein sehr starker Start hier. Also wir haben generell Probleme mit Transport aktuell. Hier fehlt es an Clippern. Und hier fehlt es an Kriegssegelschiffen. Und hier fehlt es an Handfeuerwaffen. Das ist alles okay. Und bei dem fehlt es an Motoren. Was? Motoren? Ah ja, Tatsache. Ah. Was brauchen denn die Motoren? Stahl vor allem. Also eigentlich nur Stahl. Ich denke mal, das wird sich rein theoretisch bestimmt produzieren lassen. Sobald wir irgendwann unsere Schulden getilgt haben. So wie schon 1860. Die Zeit ist jetzt dann doch am Anfang erstmal relativ schnell vergangen. Machen wir trotzdem einen Handelsvertrag. Auch wenn uns das sofort finanziell ein bisschen Aua macht. Aber... Und zwar würde ich vielleicht doch mal ganz gerne... Motoren? Scheiß Franzosen. Wo habe ich denn jetzt mit denen überhaupt gehandelt? Handfeuerwaffen gehen. Was brauchen wir eigentlich sonst noch so bei uns auf dem Markt? Getreide. Getreide, klar. Ansonsten geht eigentlich alles, ne? Mehr oder weniger. mehr. Das Problem ist halt, das Ding ist Dünger immer noch. Weil ich weiß ja, dass Viehhöfe jetzt auch Dünger zur Verfügung stellen grundsätzlich. Elektrozäune, ja. Wahrscheinlich machen wir Elektrozäune. Eisenproduktion erhöhen. Macht aktuell keinen Sinn. Stahl, haben wir denn schon Stahlwerke? Nein, wir haben noch keine Stahlwerke. Das wäre eigentlich mal das allererste, was wir machen müssten, was mit Stahl zu produzieren. So, jetzt ist nur die Sache, erstmal Beziehungen beschädigen mit denen, weil die mögen mich eh schon nicht. Weil die wollen uns ja nicht mal den Krieg erklären lassen. Sind so gut. Au. Ach, diese Minion von Österreich. Oh. Modena mit einer Landverbindung? Ja.
Das würde gehen. Ne, warte mal. Ah, warte mal, Luca würde gehen. Warum geht das nicht? Ist auch Österreich. Ach komm, diese Österreicher. Bayern und Franken könnte man noch angreifen. Da ist nur das Problem, wir haben hier durch Österreich keine direkte Front zu diesen wunderschönen Nationen. Das heißt, wir könnten da überhaupt nicht vorstoßen in die Regionen. Tja, und so bleiben wir ein langer, komischer Klotz. Motoren. Ja, wir müssten eigentlich wirklich Motorenwerke bauen. So sehr mich das auch anwidert finanziell. Wenn wir jetzt aktuell ein bisschen die Finanzen immer mehr in den Griff bekommen. Inkorporierung ist zur Hälfte fertig. Wir können unseren Umsatz dann durch die Provinz langfristig trotzdem noch weiter steigen. Steigern. Bevölkerung geht zurück. 75% Marktzugriff jetzt auch in der Zwischenzeit. Durch die Infrastrukturnutzung. Ja, einzige, was man machen könnte, wäre die Eisenbahn. Wobei, jetzt machen sie wieder Gewinn. Sind noch voll beschäftigt. Das heißt, sie müssten die Eisenbahn... Oder lass mal kurz gucken, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Die Inkorporierung verbessert ja nochmal die Infrastrukturnutzung. Ja, minus 25% Infrastruktur. Ist eigentlich auch noch ein Nachteil. Die Interessensgruppe der evangelischen Kirche ist unzufrieden, dass die Industriellen in der Regierung sind. Die sollen mal ein bisschen aufpassen, Alter, mit ihren ganzen Rumkrawallisieren und was die alles treiben. So, Kleidung wird ein bisschen problematisch und auch Tuch. Das Ding ist, ich kann es mir eigentlich nicht wirklich erlauben, dass wir nichts bauen längere Zeit. Also wir sind sehr am Limit. Investitionsfonds haben wir. Haben wir schon. 76.000 sind aktuell drin. Das jetzt einmal Ausbau. Kostet uns... Können komplett finanziert werden. Okay, dann würde ich trotzdem mal sagen... Hier sieht es ja ganz gut aus. Wir haben auch relativ viel Bevölkerung offen. Deswegen bauen wir das mal dorthin. 63, 51, 39. Hey, ich hab gesagt, das kann komplett finanziert werden, die Arschlöcher. Haben die mich angelogen? Ja, habt ihr mich angelogen. Angeblich konnte es komplett finanziert werden. Na, ja, wobei es konnte auch wirklich fast komplett finanziert werden. Okay. Trotzdem haben sie mich ein bisschen angelogen. Bau. ...11.400... ...wöchentliche Kosten am Bau waren. Okay, ich glaube, es gibt eine Mod... Also entweder bin ich zu blöd oder es gibt wirklich eine Mod dafür, dass man sieht, wie viel das kostet im Monat, dieses Zeug zu bauen. Oder diese Gesamtbaukosten gibt es, glaube ich, normalerweise. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Bin ich so blöd oder ich sehe das aktuell einfach nicht. Übrigens, ihr könnt mir gerne auch mal andere Nationen reinschreiben, die ihr mal gerne sehen wollt, langfristig. Wir haben jetzt mit der Schweiz eine relativ schwache Nation ausgesucht. Es geht hier natürlich nicht darum, die Weltherrschaft an sich zu reißen, ausnahmsweise. Oh, dafür braucht man Eisen. Eisen haben wir genug, oder wie? Eisen haben wir tatsächlich einen Überschuss. Aber das ist alles ein sehr, sehr kleinen Maßstab, ne? Das darf man jetzt hier wirklich nicht vergessen. Dass es hier alles sehr, sehr eng bemessen ist, was wir hier treiben. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier mega die Gewinne machen. Und mega die Produktion haben, ne? Wir kommen irgendwie zurecht. Noch immer 22 Mal. Mein Gott, wisst ihr, auf der einen Seite denkst du dir so, ja, die Zeit vergeht voll schnell. Auf der anderen Seite denkst du dir so, die Zeit vergeht ja überhaupt nicht hier, Alter. Was haben wir denn hier eigentlich? Alpen? Ah, scheiße. Okay, plus 15 durch den Po und minus 15 Infrastruktur. Warte mal, plus 15. Ah, okay, ich verstehe. Plus 10.000 in der Zwischenzeit. So, dann würde ich mal sagen, wir bauen einmal Getreide. Bei Roggen scheinbar etwas effizienter wäre.
Und bauen einmal die Kleidung weiter aus. Das wird mich gleich wieder richtig finanziell... wisst ihr, was ich meine? Produktivität ist so schlecht. Warum? Machen zwar Gewinn. Hm. 80,8 Tuch pro Stufe, Sterblichkeit, Durchsatz. 9000 Arbeiter und 1000 Verkäufer pro Stufe. Vielleicht weniger Arbeiter reinlassen. Hier ist das Problem, dass wir keine Färbemittel haben. Das würde uns hier leider alles killen. Dann bauen jetzt einfach mal die zwei Sachen. Hatten ja wieder ein bisschen was in den Investitionsfonds, nicht viel. Aber machen keinen Verlust, das ist schon wichtig. Wir haben aber leider sehr, sehr hohe Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir relativ hohe Steuern haben. Aber Leute, es ist für unser Land. Warenzufuhr. Schwefelprobleme. Haben wir immer noch keinen Schwefel, ne? Müssten deswegen quasi mal gucken, ob wir Schwefel irgendwo importieren könnten. Das Ding ist, selbst die Franzosen. Jetzt habe ich wirklich. Pass mal, weißt du was? Scheiß drauf. Wir beenden den Handelsvertrag wieder. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf den Handelsvertrag. Der bringt mir überhaupt nichts. Der bringt nur den Franzosen was. Deswegen scheiß drauf. Keine Kinder mehr. Das ist scheiße. Das killt wieder ein bisschen meinen Lebensstandard leider. Rang 26. Vielleicht schaffen wir es. Ich weiß nicht, wie es möglich sein sollte. Vielleicht, wenn die Bürgerkriege in Österreich, Frankreich ausbrechen oder Italien Probleme bekommen. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir in die Top 10 kommen. Vielleicht kommen wir in die Top 10. Ich denke mal, das wäre doch ein interessantes Target. So, Kleidung kümmern wir uns drum. Getreide müsste jetzt eigentlich auch besser geworden sein durch den zusätzlichen Bau. Wir könnten so einfach die Getreideproduktion explodieren lassen. Weil Dünger bleibt angeblich billig. Probieren es mal ganz kurz. Ah, die Einnahmen sofort explodiert. Ha? Die Viehhöfe stellen ja auch Dünger zur Verfügung. Das ist ja positiv an der ganzen Geschichte. Das müsste jetzt auch unsere Probleme mit Getreide gelöst haben. Mhm. Also noch nicht ganz, aber größtenteils. So, Kleidung bleibt ein Problem. Und Tuch auch. Deswegen bauen wir jetzt einfach ein weiteres Viehhöfchen. Also wir haben eh schon alles, was wir machen könnten. Machen wir Ostschweiz. Und direkt gefolgt von einer weiteren Fabrik für Tuch. Wobei wir hier auch wirklich in Piemont... Ja, wir müssen mal warten. Das Problem an der Stelle ist halt einfach, dass wir leider Piemont immer noch nicht voll integriert haben und halt auch Probleme mit der Infrastruktur haben. Wir sind fast durch. Wir gucken mal. Ich glaube, wir müssen ziemlich eben werden mit der Infrastruktur später. Und können unsere Einnahmen auch weiter erhöhen. Weil da können wir nämlich auch die Steuern wieder senken, weil das wird nämlich langsam echt ein Problem mit denen. Mit der Bevölkerung. Weil es war sogar fast noch ein bisschen zu früh, so wie es ausschaut, aber wie viel zahlen wir aktuell noch Zinsen? 2, 3. Okay, da müsst ihr leider noch mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen, meine Freunde. So leid es mir auch wirklich tut. Ja, Kleidung und Tücher, Kleidung und Tücher, Kleidung und Tücher, Spirituosen. Und Getreide. Ein bisschen Holz, viel Wein. Wein sehr teuer ist, aber das ist Standardproblem. Eisen, das passt an sich noch. Aber Kleidung und Tuch, das ist so das, was uns eigentlich die Hauptprobleme bereitet. Schauen wir mal, wie das Ganze dann ausschaut nachher. Fünf Jahre hat das echt gedauert, das zu integrieren. Das
sie auch die ganze Zeit rumheulen müssen mit ihrem Leben und so. Ja, wir brauchen dies, wir brauchen das. Hört auf rumzuheulen. Produziert lieber mal ein bisschen was. 12 Wochen. Die werden nicht diskriminiert, das ist positiv. Die Freisinnig-Demokratische Partei, so ein Blödsinn. So, Infrastrukturverbindung durch Bevölkerung, maximale Infrastruktur. Was ich auch sehr positiv finde. So, militärisch geht noch nicht allzu viel. Oh ja, einberufene Bataillon ist auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir Infrastruktur 68. Und damit denke ich mal, wird, sobald der Staat inkorporiert ist, hier sämtliche Probleme werden sich in Luft auflösen normalerweise. Ja, perfekt. Und das hat auch gleich wieder ein bisschen mehr Kohle freigesetzt. Zusätzlich dazu, dass wir weniger Zinsen zahlen. Aber natürlich trotzdem weiterhin, ich muss rauszoomen, ich kann das nicht. Aber Kleidung ist, oh, Kleidung ist ein Riesenproblem. Also Kleidung und Tuch. Also wir bauen jetzt dann... Wir könnten ja, rein theoretisch könnten wir sogar tatsächlich versuchen. Nee, ich glaube, wir sind zu spät. Selbst wenn wir jetzt das Gesetz ändern dafür und versuchen, einen auf Kolonialmacht zu werden, ich glaube. Ich befürchte, der Zug ist abgezuckert. Das ist ärgerlich, weil das Problem ist, dass man mit diesen Färbereien und Nähmaschinen schon doch nochmal eine deutlich bessere Tuchproduktion bekommt. Bauen wir nochmal 2 Tuchfabriken dorthin. Bauen natürlich auch die Viehhöfe weiter aus. Stehen jetzt dann bei 12, 6 plus echt noch, oder? Da könnte man ja wirklich ganz großkotzig einfach einen weiteren Bausektor mal rein spammen. In Piemont. Dass wir schneller bauen können, my friends. 20, 21. Hallo? Okay, dann halt nicht. Industrielle Migrationsanziehung. Müsste jetzt ein bisschen die Zähne zusammen quetschen. Jetzt hat 22. Immer noch stabiles Plus. Wahlen waren. Ich würde so gerne in der anderen Übersicht bleiben, weil ich es einfach so viel entspannter finde. So, jetzt haben wir hier leider... Die muss raus. Puh. Also die haben relativ hohe... Mit denen kommen die ganz gut klar zusammen. Landbewohner bringen uns... Ja, es passt schon so. Okay. Bestätigen wir das Ganze mal eine höhere Legitimität wieder. Schon mal sehr positiv finde. Bedenken und Einwände. Eine Interessensgruppe hat mal wieder ihre Unmut herausgedrückt. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Sagte er und entschied sich dafür, den Unmut anzunehmen. Ein bisschen Holz, ein bisschen Spirituosen. Also Holz haben wir jetzt auch ein bisschen. Bauen halt einfach weiter. Oder können wir hier vielleicht sogar die Produktion... Nee. Produktion? Nee, können wir leider auch nicht. Piemont wird sich auch hier wieder anbieten. Holz haben wir generell nicht so viel. Ja gut, warum nicht? Verteidigungspakt. Müssen da leider durch. So leid es mir tut für meine Freunde, die da sterben, aber es ist wichtig, unser Land voranzubringen. Und das machen wir am besten halt, indem wir jetzt erstmal die Steuern senken. Und die Steuern erhöhen. So. Sind immer noch ein Plus, das ist das Wichtigste. So. Steuern gesenkt. Ausgaben angepasst. Und fertig. Radikalen sinken. Hoffentlich langfristig wieder. Durch Rückgang des Lebens. Ja, die meisten machen Probleme durch Rückgang des Lebensstandards. Aber das. Mal gucken. Mal gucken, ob sich das ein bisschen regelt in letzter Zeit.
So, einberufene Kriegsmündigkeit durch Verluste minus, das ist auch nicht so schlecht. Was können wir denn aktuell einberufen militärisch? 98. Das ist nicht so schlecht. An und für sich 98. Ein Krieg wäre halt wichtig. Ja, wir müssten halt. Wie schaut es euch mit den Beziehungen aus? Euch den Rivalen. Habe ich die schon rivalisiert, ja, oder? Habe ich Italien rivalisiert? Ah, warum? Ach, die sind eine Großmacht, Digga, als ob. Für die Italiener, Alter. Einfach Großmacht. Ja, Arschlöcher. Scheiße. Macht es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Wie Gott, wie kann man denn so viel Kleidung brauchen? Die geben mir was am Sack, ey. Komm nicht mit, ich komme nicht hinterher mit Kleidung, ne? Und hat zwei weitere Kleidungen. Arbeitslose, ja. Das Ding mit den Arbeitslosen ist immer so eine Sache halt. Die arbeiten dann schon alle später. Jetzt haben wir dann 20 fast schon. Was natürlich im Umkehrschluss auch automatisch wieder Probleme mit den Tüchern machen wird. Deswegen bauen wir das auch weiter mit aus. Lebensstand ist auf 11 gestiegen, passt. Wir gucken, wie es weitergeht, Leute. Es bleibt spannend. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mal schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.